Gehe zur Kammer und drücke Kreis, um sie zu betreten. Tippe auf ein Symbol, um eine Rolle zu wählen. Du kannst die Rolle auch mit R auswählen, dann zur Bestätigung auf X drücken. Und Evelyn verlässt die Umkleidekammer in der gewedelten Kleidung. Plantage erwartet eine Lieferung. Die perfekte Tarnung. Versteck dich in einem Wagen und folge dem Karren, um den Ort unbemerkt zu finden. In der Sklavenkleidung bist du schwach im Kampf, aber du kannst leicht untertauchen und Tumulte stiften. In der Sklavenkleidung kannst du überall hinklettern, in der Sklavenkleidung kannst du in Gruppen von Arbeitern die Kisten tragen, untertauchen, senke dich in Bekanntheitsgrad als Sklaven, indem du beliebige Kleidung indem du in beliebiger Kleidung Steckbriefe abreißt. So, okay. Aber ich finde, das sieht echt schick aus. Also, jetzt mal nur, wenn man sich das nur so anguckt. Das sieht echt gut aus. Ich muss ja auch mal im Allgemeinen so eine Lanze brechen. Ich bin zum Beispiel, ja, ihr wisst ja, ich war großer PSP-Fan, nur als die PSP damals schon rauskam. Klar, für ein Handheld war das eine super Grafik, auf jeden Fall. Aber mir war damals, egal in welchem Spiel, die Grafik war nie gut. Also God of War, Chains of Olympus war super, aber es gab nur wenige Spiele, die halt wirklich sehr, sehr gut aussahen. Das hat mich immer gestört. Und die PS Vita ist mittlerweile auf einem Level angekommen, wo ich sagen kann, die Grafik kann ich auch in 10 Jahren ertragen. Weil das ist bei der PlayStation 3 genauso. Es sieht jetzt vielleicht nicht mehr toll aus für heutige Verhältnisse, aber ich sag mal, ich nenne es jetzt einfach mal HD-Grafik. Mal so ganz, ganz salopp. Die kann man dann halt einfach ertragen oder kann man sich halt auch noch wirklich später geben und das ist halt super. Und dementsprechend, bei der PSP habe ich dann halt später aufgehört, die Spiele zu spielen, außer jetzt, die mich wirklich sehr interessiert haben, aber auch weil mich halt die Grafik dann irgendwann auch wirklich abgeschreckt hat. Die hat mich schon von Anfang an gestört, aber damals halt. Und hier ist es halt jetzt ein Punkt, wo der angekommen ist bei mobilen Konsolen, wo ich halt sage, wow, das kann ich halt auch echt in 10 Jahren noch spielen. Das finde ich super. Das ist auch das Problem, was ich so mit dem 3DS noch immer habe. Ich habe ja auch ein 3DS. Und was mich halt am 3DS, ich habe mir den 3DS immer nur gekauft oder kaufe mir die Nintendo-Konsolen nie wegen den hauseigenen Titeln, weil ich bin kein Zelda-Fan, das wissen auch die meisten, ich bin kein Mario-Fan mehr. Alles das ist mir halt einfach nicht mehr, aus dem Alter bin ich irgendwie so ein bisschen raus, sage ich jetzt mal. Aber der 3DS ist eben, oder der DS zumindest, war eben eine der Konsolen, die noch stärker mit Rollenspielen supportet wurden als die Vita, als die PSP damals. Und das ist immer der Grund, warum ich mir den 3DS kaufe. Oder warum ich mir den DS und jetzt den 3DS schon seit Release habe. Und die Grafik ist halt scheiße, muss man halt ganz einfach mal sagen. Klar, also Resident Evil sah super aus auf dem 3DS, muss man so sagen, wie es ist. Aber viele der Titel auf dem 3DS sehen halt nicht gut aus. Muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Und das ist ein bisschen schade, womit ich dann ein Problem habe. Aber gut, mal ganz unabhängig davon. Ihr wisst ja, ich bin immer so jemand, der so ein bisschen off-topic redet. Aber gehen wir mal wieder zurück zum Spiel. Ha, super. Da unten ist wieder eine Wache. Gehen wir mal außen rum. Hui! Zu weit. Oder? Nee, geht sogar. Geile Sache. Und auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen über die Frames per Second so ein bisschen aufrege, man muss dem ganzen Ding halt einfach den Tribut zollen, dass es echt einer der ersten großen Third-Party-Titel für die Vita ist, ne? Das ist halt schon super. Ich trinke mal kurz nebenbei was.
dafür, dass es der erste ist, kann ich damit leben, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Eine Kiste nehmen und an den Wachen vorbeigehen. Wo ist denn die Kiste? Wie nehme ich die denn auf? Alter. Ah, so da. So, Kreis, okay. Lady. In welche Richtung müssen wir überhaupt gehen? Ja, wo ist denn eine Gruppe Zivilisten? Vorne? Haha, geil. Sklaven finden, die reden wollen. Lalala. Boah, ist ja kein Problem. Wo sind denn die nächsten Sklaven? Echt, da vorne erst? Okay. So, und raus hier. Wer bist du? Wie kamst du an den Wachen vorbei? Wir haben hier schon genug Ärger. Und brauchen nicht mehr. Ich bin Aveline, eine Freundin. Es heißt, Sklaven seien entflohen. Doch keiner hat eine der Zufluchten erreicht. Wir befürchten das Schlimmste. Wenn du Spionin bist, Aveline, wirst du hier keinen Grund für Klagen finden. Meine Brüder verschwanden. Dann meine Tante. Heute meine jüngste Schwester, Therese. Es war keine Flucht, wie du sagst. Es war Raub. Und Therese würde alleine nicht überleben. Ich finde sie. Wenn jemand über diese Felder gelaufen ist, hat er Spuren hinterlassen. Rüber da und hopp und alle hopp. Alle. Zwei von elf synchronisierte Aussichtspunkte. Adlerauge. Schön. Ah. Hallo. Gehen wir mal darüber. Ganz unauffällig über die Dächer. Nein! Wow, das war knapp. Ja. Ja, perfekt. Yes. Fallen lassen und rein. Hab keine Angst, Therese. Ich bin kein Feind. Wer war das? Dein Besitzer? Oh, sein Sohn. Oh, bitte hilf! Sei stark. Ich werde dich retten. Das wirst du büßen. Wachen, schnell! Wir haben Ratten im Stall! Ach so, erst treten und dann Kreis. Nee. Hä? Kann mal bitte dieses Symbol nochmal kommen, wie ich Leute entwaffne?
Also irgendwie. Waffen man die irgendwie anders? Naja, machen wir das halt so. Aber wie viel Blut hier auch spritzt. Okay. Souverän erledigt. Dieser Albtraum, ich kann einfach nicht mehr. Das ist nun vorüber, Therese. Folge mir. Wir müssen eilen. Wir müssen eilen, meine Freunde. Wir müssen eilen. So. Was? Von einer Minute, was? Kannst du bitte hier rüberklettern? Nein! Och nö! Och leck mich, komm. Ja gut, dann komm hier lang. Vielleicht geht das ja. Ja. Gut. Dann umgehen. Ja, rempel die Wache an. Geil. Und merkt davon. Und die, vor allem, geil. Einfach, die merkt einfach davon nichts. Ist auch super. Haben wir das Spiel einfach mal ein bisschen ausgetrickst? Ja, das ist ja schon ein bisschen krank mit der Minute. 100% Synchro habe ich da nicht bekommen. Ja, ist mir auch wurscht. Ist mir wurscht. Dum, 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 dum. Ja, und nun? Na. Die Musik ist geil. Ich werde mich nicht abwenden, nicht, dass du mir eine Wahl lässt. Ich sorge dafür, dass die Sache diskret behandelt wird. Oh, vielen Dank, Madeleine. Eile in der Zwischenzeit in die Stadt und besorge ihr neue Reisekleider. Spute dich, wir haben nicht viel Zeit. Übrigens, falls ich ab und zu halt mal wackle, tut mir das leid, aber ich muss mich... Ich kriege sonst eine extrem Krampfhaltung. Ich muss einfach mal zwischendurch mich so ein bisschen bewegen. Dann wackelt natürlich leider die Vita mit. Das geht leider nicht anders. Die Dame ist schwächer im Kampf, hat aber andere Stärken wie Bestechung und Betörung. Die meisten Stadtbewohner von New Orleans lieben und respektieren die Dame, auch die Wachen. Die Dame kann nicht springen, klettern oder sprinten, hat aber viel Einfluss. Senke den Bekanntheitsgrad der Dame in beliebiger Kleidung durch Eliminierung von Zeugen. Schön. Ich finde es schön, das finde ich ein cooles Feature mit den verschiedenen Verkleidungen. Ich kann jetzt schon sagen, ich hoffe, dass nach Assassin's Creed 3 Liberation ein Nachfolger auf die Vita kommt. Das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ich hoffe, dass sich das Ding zumindest so erfolgreich verkauft, dass man sagen kann, okay... Man denkt über Nachfolger nach, das wäre nämlich schon cool.